So, Leute. Jetzt haben wir hier noch die Eier, die wir aufsammeln müssen. Ja, wir haben so viele Aufgaben hier. Aber ich sag euch, eins, von den Eiern werde ich mir ein paar abzwacken. Und da werde ich mir ein schönes Omelett draus machen. So. Ich glaube, jetzt habe ich schon ziemlich viele eingesammelt. Das sollte wieder ein bisschen reichen. Gut. Schönes Omelettchen nachher und dann, ja. Fahren wir jetzt mal rüber zu unserem Feld. Und gucken mal, was da los ist. Wir müssen ja noch ein bisschen Heu machen. Irgendwie ruckelt es hier so komisch. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. So. Ich glaube, der Sonnenuntergang ist schon... Der ist wirklich schön. So, wir machen jetzt bis morgen früh durch. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Da steht unser Traktor. Eigentlich der vom Hans. Aber ja, der ist ja, wie gesagt, im Urlaub. Also, wenn ich mir hier das Feld angucke, da weiß ich nicht, was der Hans hier gemacht hat. Der hat hier nämlich nur einiges an Gras liegen. Ich hole mir gerade mal den Schwader hier wieder. Dann gucken wir mal, was wir da hinkriegen. Also sauber ist das Feld nicht abgearbeitet, muss ich echt sagen. Na, warte mal, das bringt eigentlich gar nichts, was wir hier machen, glaube ich. Wir gehen einfach her und wir mähen das nächste Feld. Ach so, da haben wir das Gewicht noch dran. So, oder wir mähen das Feld einfach nochmal.
So. Runde an. Und das da machen wir auch an. So, Morgengrauen. Ich habe es geschafft, das Feld komplett jetzt zu mähen. Ist schon ein bisschen anstrengend, muss ich echt sagen. Also, aber wir haben es geschafft. Ja. Ist auch ein bisschen schwer hier im Gras den Überblick zu behalten. Ah, jetzt kommt die Sonne raus, ja, jetzt wird's geiles Wetter. So. Eigentlich möchte ich nicht hier 10-mal übers Feld fahren. Also 10-mal müssen wir ja trotzdem, aber ich meine, das ist ja unglaublich aufwendig. Da müssen wir auf jeden Fall mal einen gescheiten in einen gescheiten Ladewagen investieren. Nicht Ladewagen. In einen gescheiten Schwader, in gescheiten Schwader, das habe ich gemeint. Weil sonst haben wir da ja wirklich mehr Geschäft wie Geld. Das lohnt sich ja gar nicht dann. Ich werde, glaube ich, gleich mal beim Händler schauen, ob ich da irgendwas Schönes finde. Vielleicht hat er ja irgendwas Schönes im Angebot, der Eckart, Eberhard. Eieiei. So, jetzt gucke ich mal, ob die Gärtnerei überhaupt das Gras gebrauchen kann. Eigentlich hatten sie gesagt, sie wollen
Sie wollen ein paar Kilo haben. Ja, ich wollte gerade mal eigentlich in die App gucken, ob der Eberhard noch was Neues im Angebot hat. Aber ich glaube, das machen wir nachher. Ne, halt hier rechts rum müssen wir abbiegen. Ey, die fahren immer auf unsere, auf meiner Spur, das gibt's ja nicht. So Leute, das erste Feld haben wir jetzt endlich hinter uns gebracht. Es ruckelt leider immer noch übelst. Ich nehme mal an, es hängt irgendwie mit den Mods zusammen. Mit der Karte glaube ich eigentlich nicht. Ich vermute mit den Mods. Da müsste ich auch eventuell noch mal ein bisschen aussortieren. Ich habe nämlich ein, zwei Stück dabei, die ich eigentlich gar nicht so wirklich brauche. Das müssten wir mal schauen. Oh. Mal sauber daneben gefahren, ne? So, jetzt machen wir das Feld hier noch. Ist ja nur ein kleines. Und ja, wie ich schon letztes Mal festgestellt habe, richtig viel bringen tut uns das hier jetzt nicht. Aber wir machen es einfach trotzdem mal. Ja, einfach mal gucken. Ich meine, wir brauchen das sicherlich irgendwann. Was macht denn der jetzt? Ja, das ist wieder die Sache mit dem Helfer. Runter an. Die Helfer, die machen immer irgendeinen Scheiß. Die checken wahrscheinlich selber nicht, was sie da tun. So, wir machen jetzt erstmal hier ein bisschen gerade. Dass wir einen guten Anfang haben. Und dann können wir das Feld längs bearbeiten. Das müsste dann eine gute Option sein.
Weil sonst kommen wir wie drüben auch durcheinander, weil man einfach das nicht richtig sehen kann. Wieder an. Noch mal rüber. Dann haben wir genug Spielraum hier oben. Ja, ich weiß, dass ich dieses Feld nicht besitze, das ist mir schon klar. Wir kriegen im Moment pro Ladung Gras, was wir abladen, kriegen wir ungefähr 2000. Das heißt, pro Kilo kriegen wir 1000, kriegen wir 100. Ist jetzt nicht sehr viel, aber ich denke, ja, wir haben jetzt schon 6000 damit gemacht. Es ist okay. Es könnte besser sein. Aber so ist es nun mal. Und damit geben wir uns halt jetzt mal zufrieden. Das sind, wenn wir hier fertig sind, wahrscheinlich insgesamt 10.000. Ist auch ein nettes Sümmchen. Vor allem am Anfang, wenn wir eigentlich gar nichts haben. Wir haben ja bei Null angefangen, außer mit den Sachen, die uns der Bernhard hinterlassen hat. Dafür ist es dann schon gut. Vor allem haben wir dem Hans dann ein bisschen Geschäft abgenommen. Ich glaube, ich werde gleich mal dann noch beim Eberhard vorbeischauen, ob der vielleicht den Pflug für uns hat. Weil das wäre auch ganz geschickt. Dann könnte man das Feld hier vielleicht noch pflügen. Oder die zwei Felder. Um ein bisschen was anzubauen. Ich bin auch am Überlegen, ob es vielleicht sinnvoll wäre, wenn wir einfach mit einem größeren Mähwerk hier arbeiten. Und dann uns halt den Schwader oder das Mähwerk jedes Mal leihen. Aber, fällt mir gerade so ein, dazu brauchen wir auch einen stärkeren Traktor. Aber es wird halt generell schneller gehen. Das werden wir uns mal überlegen. Wie gesagt, zum Eberhard will ich nachher sowieso noch.
Sodele, alles schön geschwartet. Dann können wir uns jetzt ans Aufladen machen. Ich meine, wir haben hier jetzt einiges liegen. Das sollte uns nochmal zwei, drei volle Wägen bringen. So Leute, wir haben unsere ganze Ernte vom ja hier vom Feld abgeladen. Jetzt können wir gerade mal gucken, wie viel uns das gebracht hat. Insgesamt 8000. Ja, also nicht so wirklich viel, aber besser als nichts. Ist fast der Lohn vom Hans, den wir damit verdient haben. Ja, die Wandblinker können wir ausmachen. Wir fahren jetzt mal noch zum Eberhard. Erst bringe ich kurz den Anhänger weg. Zu uns nach Hause. Dann fahren wir zum Eberhard. Und dann hoffe ich mal, dass wir da vielleicht noch irgendwie, ja, neues Material kriegen. Weil wir könnten noch ein bisschen was gebrauchen an Maschinen. Kommen Sie wieder hier um die Ecke geschossen? Ja, hey! Hört sich ein bisschen lächerlich an, die Hupe, aber. Die engen Straßen von Stappenbach. Zum Glück haben wir einen Traktor. Ist da. Müssen wir gerade mal hochfahren zu unserer Halle. Da werden wir uns sicherlich später auch noch einen neuen Weg anlegen, ja. Eine breitere Straße oder so. Die brauchen wir auf jeden Fall. Na, da kommt alle Furz lang kommt da so ein dahergeschissener. So, wo geht denn die Abzweigung weg hier? Ach, da. Na, hier brauchen wir auch einen viel größeren Wendekreis. Na ja, ganz schön holprig hier. Da kommt auch noch eine geteerte Straße hin. Ja, das dauert halt alles noch ein bisschen. Eine neue Halle bräuchte man eigentlich auch. Aber naja, das muss noch ein bisschen Zeit haben. So, jetzt holen wir noch das Mähwerk und den Schwader und dann fahren wir zum Eberhard. So, jetzt hat gerade Eberhard angerufen, der hat gesagt, der hat schon zu. Wir sollen einfach mal online gucken, was wir haben wollen. Ich weiß gar nicht, wir brauchen einen Pflug. Na, da würde ich gern einen kaufen. 180 PS, was haben wir denn in der Garage?
ein 102 PS. Ach, der andere gehört gar nicht mehr. Den hatte Hans gemietet. Läuft auf dem seinen Namen. Das ist der Steyr Multi, glaube ich. Der hat nur 100 PS. 180 ist ein bisschen viel, 120. 85, aber der hat halt nur 2 Meter Breite, der auch. Der hat 3 Meter Breite. Oder wir gucken mal. Wir haben 67.000, ja, das ist natürlich nicht so viel. Ja, dann nehmen wir einfach den Pflug hier, der hat 2 Meter Breite. Eberhard hat gesagt, wir können den auch kaufen. Aber das machen wir jetzt mal nicht, wir mieten den bloß. Ja, weil den brauchen wir ja nicht so oft. Da brauchen wir noch eine Sämaschine. Ja, ich glaube, Great Plains ist, glaube ich, die beste. Die hat auch 3 Meter Breite, haben sie alle. Die hat 6 Meter Breite, aber braucht auch 180 PS. Na, das ist halt unser Problem gerade. Die können halt beides. Die können düngen und säen. Dann nehmen wir einfach mal die hier. Die kaufen wir uns, weil ansäen müssen wir öfter. So. Und dann brauchen wir noch irgendwas zum Düngen vielleicht. Sollen wir da vielleicht einen Streuer nehmen? Dann nehmen wir den kleinsten Streuer, den es gibt, weil den kaufen wir uns auch. So, und jetzt brauchen wir noch einen Kipper. Oder? Ja, ich würde sagen, einen Kipper brauchen wir. Und dann nehmen wir am besten. Welchen nehmen wir denn da? Der hat halt fast das Doppelte an Ladekapazität. Aber der kostet 27.000, das ist halt natürlich, das ist schon ordentlich. Der hat 6.000 mehr. Und der kann alles laden, also eigentlich ist der Akkuliner ist eigentlich gut. Dann kaufen wir den. Hauptfarbe. Ach, schade. Können wir nicht in unserem Standardgrün nehmen. Ah, den können wir nehmen. Wir müssen ja schon ein bisschen gucken, dass unsere Maschinen alle zusammenpassen. Ja. Ich glaube, ich nehme den Acroliner hier. Was ist denn im Angebot? Eine Ballengabel. Und Zuckerrübenernter. Okay, aber den brauchen wir halt jetzt nicht. Ja, ich würde sagen, wir nehmen. Wo war ich denn gerade drin? Den Kipper. Ja, 15.000, das wird ja wohl reichen. Wir nehmen den. So, jetzt haben wir genug geshoppt. Ja, wir haben einiges jetzt noch gekauft.
alles fürs Feld. Und ja, abholen werden wir das dann morgen. Vielleicht ist der Hans dann auch wieder dabei. Ich hoffe es mal. Beziehungsweise, nee, warte mal. Jetzt haben wir Wochenende schon wieder, Mensch, schon wieder Freitag. Also am Montag wird man dann mit dem Hans zusammen die ganzen Maschinen herholen. Und ja, wünsche euch eine gute Nacht und schönes Wochenende und bis zum Montag. Ciao.